Herzlich willkommen zur Review von Patch 031, dem neuesten Patch von World of Warships. Und hier im Hintergrund seht ihr den neuesten Premium-Hafen. Den zeige ich euch auch nochmal in einem kleinen Überblick bzw. einem kleinen Rundflug um die Cleveland. Aber jetzt fangen wir mit dem Wichtigsten an, und zwar den Änderungen. In dem Fall natürlich das Allerwichtigste sind die neuen Schiffe. Wir fangen bei den Japanern an, und zwar haben die Flugzeugträger spendiert bekommen. Ich würde sagen, wir machen einfach hier einmal Rundumflüge um die ganzen, dass ihr euch diese mal anschauen könnt. Leider natürlich noch nicht erforscht, deswegen hier in diesem Grauton gehalten. Aber für einen Überblick, glaube ich, langt das vollkommen aus. Hier natürlich Tier 4 Hosho mit Torpedobombern bzw. Torpedoflugzeugen und normalen Jägern. Geht dann weiter zum Tier 5 Tsuiho. Hat einen etwas anderen Aufbau vorne. Die Brücke liegt hier noch nicht wie später auf den Flugzeugträgern dann weiter erhöht. Aber das sehen wir alles noch. Tier 5 hat dann auch schon normale Bomber, wollte ich natürlich sagen. Tier 6 Ruiyo ist dann dieser hier. Hier vorne die Brücke anliegend, auch noch nicht auf dem Flugfeld. Das kommt dann erst mit dem nächsten. Aber deutlich verbesserte Abwehr sieht man auch schon an den Seiten des Schiffs. Natürlich unter japanischer Flagge, aber Flagge wird dann auch gleich noch ein Thema sein. Nun zum vorletzten, und zwar dem Tier 7 Hiryu. Dies ist dann der erste Flugzeugträger der Japaner, wo die Brücke hier oben in klassischer Art und Weise ist, wie man es von modernen Flugzeugträgern kennt. Und Tier 8 Shokaku. Auch hier zu sehen, Tier 9 und Tier 10 gibt es aktuell noch nicht im Tech Tree. Diese sollen noch kommen. Tier 9 wird die Taiho sein und Tier 10 dann Hakuryu, irgendwie so. Also die beiden aktuell eben bis Tier 8 Maximum, aber da wird es bald auch noch zwei weitere Tierstufen geben. So, dann kommen wir zu meinem persönlichen Liebling, den Schlachtschiffen im Spiel. Und zwar gehen wir einfach die Linie komplett mal durch, von der South Carolina beginnend. South Carolina einfach mit, hier sehen wir ein recht kompaktes Schiff von der Größe, aber auch schon über sehr potente Waffen verfügend. Wir gehen weiter zur Wyoming. Ihr habt auch gesehen, von der South Carolina gehen dann die Träger weg jetzt bei den Amerikanern. Wyoming Tier 4. In Summe 8. Beziehungsweise nein, halt 2, 4, 6 Kanonen an der Zahl mit jeweils 2 Granaten. Also hier kommt dann schon Spaß auf. Dann Tier 5 New York. Man sieht, die Schiffe werden langsam definitiv größer. Also auch die Schlachtschiffe werden hier auf Seiten der Amerikaner viel Spaß mit sich bringen. Nun Tier 6 New Mexico. Die Kanonen werden weniger, dafür die Läufe mehr. Man sieht, es sind hier aktuell 4 Kanonen, drei Läufe. Also da auch 12 Schuss, die dann da auf den Gegner rüberbrettern. Also dementsprechend schon eine sehr potente Bewaffnung. Tier 7, Colorado.
Das Schiff wird definitiv größer. Weniger Kanonen, weniger Läufe, dafür aber mehr Schaden. Hier mit dem klassischen Scout hinten positioniert. Und jetzt nähern wir uns definitiv dem High-Tier-Bereich. Beginnend mit dem Tier 8 North Carolina. Und ja, was soll man hier noch großartig sagen? Das ist schon allerhand, was hier geboten wird. Also auf Close Combat gegen diese zu fahren, macht gar keinen Spaß schon mehr. Sehr schönes Schiff, wie ich finde. Tier 9, dann Iowa. Hier gibt es eben auch schon aktuell den ganzen Tech Tree, also der hier bis Tier 10 gehend. Mit dem langen Vorderschiff. Den Wahnsinnskanonen. Und hinten, wenn sich da einer anschleichen sollte, kriegt er auch nochmal ordentlich eine auf den Kopf. Dies ist aber erst Tier 9 und jetzt gehen wir zum King des Ganzen, und zwar Tier 10 Montana. 406 mm Geschosse. Unglaubliche Leistung, die dieses Schiff dann mit sich bringt. Also hier ist der Schaden definitiv da. Sehen wir auch hier Maximum AP Schaden 13.500. Also da, ja, da geht einiges. Das waren jetzt die neuen Schiffe. Es gibt auch noch andere Änderungen, zum Beispiel die Saipan ist aus dem Spiel erstmal oder aus dem Tech Tree geflogen. Dafür gibt es die Boke, das zeige ich euch auch mal ganz kurz. Die Boke ist jetzt hier eingeführt worden. Die Saipan Tier 6 ehemalig ist durch die Independence verdrängt worden. Und bei den Japanern gibt es auch... Hätte es geben sollen, aber kommt wohl erst noch. Und zwar nennt sich das Ganze Ishizuchi. Die kann man aber noch nicht kaufen. Das heißt, vielleicht passiert ja noch einiges. So, dann natürlich für viele ganz wichtig. Es sind die Kanonensounds verbessert worden. Also die Kanonensounds sind jetzt wieder in den Nuancen verändert. Und auch die Sounds, je nachdem, wo sich die Kamera befindet, auch verändert worden. Also auch hier ein Fortschritt. Wobei die Sounds schon jetzt schon sehr schön waren. Also das ist dann auch nochmal einfach auf ein nächstes Level gebracht worden. Eine neue Karte gibt es, die nennt sich Gefahrenherd. Mit ganz vielen kleinen Inselgruppen in der Mitte. Also sehr taktisch, sehr spannend. Das Pendant zu Ozean, würde ich einfach mal sagen. Auch eine weitere Änderung sind die Team-Damage-Beschüsse. Und zwar kann man jetzt rosa werden. Das heißt, wenn ihr zu lange Team-Damage macht, wird ein Spieler rosa. Und wenn er weiterhin den Schaden macht, erhält er den Schaden, den er anrichtet, auch selber. Wenn er dies zu lang macht, wird er dann irgendwann gebannt. Also von dem her eine sinnvolle Lösung, um gegen die Team-Damage-Verursacher vorzugehen. Und die allerletzte und dann finale Änderung, die aber auch mit die schönste ist, sind, es gibt neue Flaggen im Spiel. Diese kann man sich durch Auszeichnungen erspielen und dann eben vor einem Kampf hissen und kriegt dann extra Boni dafür. Man sieht zum Beispiel hier, die Sierra Mike ist dann in dem Fall ein Bonus von 5% zur maximalen Geschwindigkeit des Schiffs. Und wie gesagt, man kann das für gewisse Sachen im Kampf bekommen. Also auch hier eine schöne Sache. A, natürlich rein visuell und B, natürlich auch sinnig. Ja, das war es dann nun von dem Patch 031 als kleiner Überblick. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wenn ja, lasst mir doch einen Daumen da und sagt mir doch auch natürlich auch eure Meinung zu diesem Patch. Von dem her, alles Gute, bis bald und ich habe was vergessen. Ha! Alle, die jetzt noch dran geblieben sind, sind jetzt da. Es gibt nämlich eine neue Stufe, sehe ich gerade, oder habe ich noch gerade eingefangen. Und zwar ist man von Stufe 6 auf Stufe 7 gekommen. Dafür gibt es einen Tag Premium, den man geschenkt bekommen hat. Und diese Signale eben, die ich gerade eben schon gezeigt habe. Ja, das wollte ich noch nachreichen. Hier also Stufe 7 gibt es die Signale erst. Deswegen, wenn ihr Stufe 5, 6, 4 oder was auch immer seid, da gibt es es nicht. So, nun aber wirklich Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Euer Alcaramba.